Ein Handwerksbetrieb, der sich vor Fachkräften kaum retten kann, das ist die absolute Ausnahme. Aber bei einer Malermeisterin aus Osterbü bei Eckernförde stehen die Bewerber tatsächlich Schlange. Und deshalb gab es heute Besuch von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil. Der hatte keine Bewerbungsunterlagen dabei, war aber neugierig aufs Erfolgsrezept. Im vergangenen Jahr war da die Vier-Tage-Woche eingeführt worden. Hallo. Hallo Frau Hansen, schön, Sie wieder zu sehen. Ja, kann ich nur weitergeben. Hallo, so viel Trubel wie heute gab es bei Malermeisterin Jessica Hansen noch nie. Nachdem sie und der Bundesarbeitsminister sich in einer Talkshow kennengelernt hatten, kommt er persönlich vorbei, um sich von der Vier-Tage-Woche in ihrem Betrieb in Osterbü zu überzeugen. Wie ist so die Reaktion von anderen Leuten, also von Nachbarn oder im Sportverein oder was auch immer? Nein. Nein. Höhere Flexibilität, mehr Arbeitszufriedenheit, weniger Krankheitstage und Zeit für Ehrenamt. Das sind die Vorteile, bestätigen hier Gesellen und Azubis. Wir haben, glaube ich, auch miteinander festgestellt, es geht jetzt nicht um 4 Tage Woche für jeden Betrieb und für alles. Das ist keine Schablone, die man über alles packen kann. Sondern es geht eigentlich darum, dass wir in der Digitalisierung der Arbeitswelt einen Weg finden, dass die Arbeit besser zum Leben passt. Bei Malermeisterin Jessica Hansen funktioniert es jedenfalls. Bei ihr melden sich inzwischen regelmäßig Unternehmen, die nachziehen wollen.